Kamera läuft. Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ich schon beim letzten Mal gesagt habe, habt ihr mir super viele Fragen unter folgendes Bild gestellt. Und deswegen heiße ich euch jetzt herzlich willkommen zur 6. Runde von Kostask. J163 hat zu dem Bild folgendes zu sagen. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als wärst du nackt. Du perverses Drecksschwein, ich glaub's nicht. YouTube Luna fragt, wenn du 1 Million Euro hättest, was würdest du davon kaufen? Nun ja, diese Frage ist relativ leicht zu beantworten. Wobei ich wahrscheinlich den ganzen Tag dann damit verbringen würde, folgendes zu tun. Und dann würde ich wahrscheinlich bald so aussehen. Aber das wäre mir egal. Ey, hast du Bock mit rauszukommen? Oh, ja klar! Das wäre schon irgendwie ungeil. Aber ich könnte immer noch folgendes tun. Sophia fragt, warst du früher in der Schule gut oder eher naja? Ich würde sagen, ich hatte einen relativ gewöhnlichen Werdegang in der Schule. Also so in der 5., 6. Klasse und nachher zum Abitur war ich eigentlich relativ gut. In der 8. Klasse stand aber in meinem Zeugnis, ich würde demonstrativ Desinteresse zeigen. Ich habe mich immer gefragt, was bedeutet demonstrativ? Das klingt so, als würde ich die ganze Zeit darauf warten, dass der Lehrer mich anguckt, um ihm dann zu zeigen, dass ich seinen Unterricht total langweilig finde. Lisa mag YouTube fragt, welches war dein Lieblingsfach in der Schule und welches dein Hassfach? Also ich glaube, meine Lieblingsfächer waren Deutsch und Englisch zum Abitur. Das lag aber auch daran, dass ich einfach richtig coole Lehrerinnen hatte da. Meine Hassfächer waren auf jeden Fall Mathe und Physik. Und gerade als ich jetzt zu Hause war, habe ich so alte Klausuren von mir wieder gefunden. Und tatsächlich ist Physik, ich hoffe, dass man das sehen kann, das einzige Fach, in dem ich jemals 0 Punkte hatte. Also einfach eine 6. Das Ironische dabei ist, dass ich die einzigen Punkte durch irgendeine Matheaufgabe hier bekommen habe. Ja, es war echt ein bisschen peinlich, weil ich nämlich die Klausur nachgeschrieben habe und es trotzdem die gleiche Klausur war, die die anderen auch geschrieben haben. Das heißt, eigentlich hätten sie mir schon sagen können, was drankommt, aber ich habe mich einfach gar nicht darauf vorbereitet und ich glaube auch, dass mein Lehrer ein bisschen pissig auf mich war. Zu Recht. Frag, darf ich auch in dein Ha! Auf diesen alten, schlechten und verbrauchten Witz falle ich nicht rein. Tja, jetzt ist dein Kommentar zwar in meinem Video, aber niemand wird je wissen, wer du bist. Ja. Denk dir nächstes Mal eine coolere Frage aus, dann kommst du vielleicht auch rein. Lara Drawings fragt, dürftest du dein ganzes Leben lang nur noch eine Süßigkeit essen? Welche wäre das? Und die letzte Frage kommt von Spielkind und zwar möchte er oder sie wissen, wie würdest du deinen Sohn nennen und wie deine Tochter? Tja, Freunde, ich muss euch was verraten. Und zwar habe ich schon einen Sohn. Dun dun. Sein Name ist Weilam, aber wir beide reden nicht so oft darüber. Wir haben uns vorgenommen, dass wir am Donnerstag ein Video drehen, weil mich ja ein paar Leute gefragt haben, ob ich Bock hätte, mal was in Richtung Let's Play zu machen. Ich war bis jetzt ehrlich gesagt immer zu faul, mir Minecraft oder sowas runterzuladen. Und deswegen habe ich gedacht, dass es doch lustig wäre, wenn wir beide, Vater und Sohn, in verschiedenen Flash-Games gegeneinander antreten würden und das dann filmen. Ich glaube, dass das relativ lustig werden könnte. Allerdings habe ich da jetzt noch nicht so den krassen Überblick. Deswegen, jetzt die Bitte an euch, sagt mir doch mal, welche Flash-Games ihr gerne sehen wollt. Schreibt mir das in die Kommentare. Seid tüchtig, weil ich nämlich schon morgen das mit ihm aufnehmen möchte. Checkt auf jeden Fall auch mal seinen Kanal aus, denn wir wollen das Video in 2 Teile machen und er wird auch eins davon bei sich hochladen. Und ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, Leute. Bis dann.